Markus, das Winzerfest hier in Frümsen, ein riesiger Kagenauflauf. Und dort sind die Homepage reingestanden, 400 Sorten hättest du hier irgendwo schon. Ja, ganz genau haben wir 415 Sorten. Komm, komm, komm. Alle hier hinten in dem Teil des Rebbergs. Ja. Komm, wir laufen mal ein Stück. Ja. Laufen mal voraus. Laufen mal mit. Aber das ist natürlich nicht alles, was du dann pflegst, oder nehme ich an? Nein, pflegen tut es gerade hier Mario Eckenberger, der hier jetzt eine Führung macht. Er ist der, wo jetzt hier gerade das Zeug durchgeht. Wir können jetzt hier irgendwo da hinter den. Wo gehen wir hinter da? Wir gehen hier drauf. Gut, also. Du bist einfach der Repa-Kommissär. Du tust anschänzen, oder was? Ja, ich kann es so sagen. Oder so. Ich bin einfach verantwortlich für den Weinbau im Kanton St. Gallen. Ja. Für unsere rund 400 Weinbäuerinnen und Weinbauern, die vom Bodensee bis zum Zürichsee die Reben pflegen. Ja. Und jetzt gibt es da wirklich den Weg, gell, das Winzerfest. Das kannst du oben nicht auf dem Trübeli-Weg. Da haben es ganz Haufen verschiedene Winzer. Also Eckenberger, Bernecker und so weiter. Ja, also. Der Trübli-Weg, das ist von vier Winzern aus, ist ursprünglich natürlich ein Regio-Plus-Projekt gewesen, da, wo sich alle Jahre die Winzer zusammenfinden, um ein Fest zu machen. Das sind wir vom Staatswinger. Das ist noch ein Staatswinger. Das ist der Staatswinger hier zu Frümsen. Und dann ist der Stefan Hörner vom Vigo Gonzen, der am Ueli Brunners in Bernecker beachtet hat, der Otto Ronner, der ebenfalls Sachs dort auch noch seine Reben pflegt. Und wir vier, wir organisieren das Fest miteinander organisieren. Gut, jetzt kommen wir mal da weiter. Ich habe es gesehen, wenn wir da weiterlaufen, gell? Dann siehst du hier, hat weisse Trauben, es hat rote Trauben. Jetzt habe ich gehört, man könnte irgendwie aus roten Trauben noch weisse Wein machen, oder wie ist denn das? Ja, das ist richtig. Ich kann dir jetzt noch nicht sagen, ich muss zuerst selber schauen. Ich kenne natürlich nicht alle Sorten auswendig hier. Aber da, wo du sagst, wenn ich hier so ein Bärchen nehme und dann nachher das hier auspressen oder ausdrucken, dann ist der Saft weiss. Aha. Jetzt gibt es aber noch Trauben, wir laufen nachher noch durch, wo der Saft rot ist. Oder? Aha. Und alle denen, wo der Saft weiss ist, kann man natürlich zum Beispiel jetzt einen Federweiss machen, weil der Farbstoff ist in der Beere heute hinten, wenn ich das so ein bisschen reiben tue, jawohl, da also ein bisschen mechanisch, dann fängt es an, ein bisschen rosa, siehst du, fängt das ein bisschen rötlich werden. Jawohl. Und darum ist ja, wenn der Saft und die Beere heute an der Maische sind, nach 4-5 Tagen wird der Wein einfach unter die rote Farbe über, wie es das hier außen extrahieren tut. Herkules, also Markus, so hätte man es doch keinen erklären können. Ja, ist schon einfach. Jetzt sind wir im Rapper hinten und wir haben gerade die Beere hier, oder? Weißt, ich als Biertrinker immer denke, komm, die hauen doch Farbstoff hier. Einmal das. Okay. Nichts ist, hä? Okay. Nein, das ist Natur pur, das ist ganz einfach. Gut. Aber eben, natürlich ist die Sorte kennen, die werden natürlich auch angeschrieben, gell? Wir müssen es gerade ums Verrecken. Jawohl, wie gesagt, die kennen natürlich. Überall Träfchen dran. Nicht alle. Aber wir haben hier ganz speziell, also jetzt sind wir hier im Quartier von den alten Schweizer Sorten. Aha, wir haben 415 Sorten, ganz genau. Und dahin haben wir 136 Sorten, die früher mal in der Schweiz angebaut worden sind. Warum denn so viele Sorten dahin? Weil das die alten Schweizer Sorten sind. Einfach zum Weiterhegen und Pflegen, richtig, zum Erhalten. Weil die können wir nur so im Rebstock, am Rebstock erhalten, nicht eingefroren oder so. Also eingefrieren könnte man sie, aber nur auftauen, oder? Würden nur wachsen. Ja. Und darum haben wir da immer 5 Rebstöcke. Das ist der Bund, der das mit unterstützt, der Kanton, der das Land zur Verfügung stellt. Und wir sind da und pflegen das so, ja. Jetzt haben wir einmal mehr Gott vergessen gutes Wetter, gell? Aber sonst ist das Wetter manchmal nicht so gerne so gut. Da sagt man immer, ja komm, der Frümser und dort ab, es wird alle ein bisschen sauer Wein. Aber haben wir schon Bernecker gesagt und Balgacher, das stimmt mir bei Hut und Haar nicht. Also das ist ein Lammermärchen. Ja, was willst du jetzt mehr? Was willst du jetzt mehr? Also so schönes Wetter jetzt hier haben. Ja. Und die Trauben sind wunderbar reif wären. Ja. Ich sage, jeder, der irgendetwas anderes jetzt denkt, muss einfach mal zuerst mal das probieren. Sei es ein Bernecker, ein Balgacher, ein Frümser oder ein Wallenstatter, ist ja gleich was. Aber dann
einfach da mit dem auseinandersetzen, probieren sie mal. Muss man ja gerne nichts, oder? Wir haben ja die, die einem gut dunken und offensichtlich dunkeln den Leuten gut da. Darum haben wir auch so einen schönen Zulauf. Ich selber habe gesagt, beim Bier trinken trinke ich wieder ein Wein. Und ich muss sagen, ich bin jetzt ganz anderer Meinung. Die Landwein, also von Zizers bis Eidöt auf Balgrach, finde ich hervorragend. Ich finde sie viel, viel besser als so die hochgelobten italienischen, spanischen usw. So das ist ein bisschen Geschmackssache und ein bisschen, oder? Ja, das sind andere Sorten, sind andere Geschmäcker, das ist ganz klar, sind andere Klimen so. Wir sind hier nördlich vor Alpen im Normalfall, wie sagt ihr dem, also das Cool-Climate-Weingebiet, wenn man so will. Aber dieses Jahr haben wir das Wetter gehabt, wie in der Toskana. Wir haben 2,5 bis 3 Grad Wärme als normal und die Weine wären noch dementsprechend anders rausgekommen, die Jahre 2018. Wir dürfen gespannt sein dann auf den nächsten Frühling, wenn da die ersten Weine auf den Markt kommen. Laufen wir noch ein bisschen weiter? Ja. Ich weiss nicht, ob ich dir überhaupt nachmache. Du bist natürlich ein Sportler, gell? Muss man sagen. Schau, da. Jetzt. Das müsst ihr. Das ist jetzt. Denk. Ja, das ist eine Traubensorte, die noch bis jetzt noch nie reif war bei uns. Ja, aber das ist ein Wahnsinn. Das ist Rosario Bianco. Wie ein Rosenkranz, alle Beeren, eins oder andere hat. Und da haben wir ja für jede Traubensorte Götti und Gotte da dahinten. Und da sind wir sehr stolz, dass da der Bischof Markus der Götti ist. Bischof Markus ist in Rüti aufgewachsen. Und das ist für uns ganz schön, dass er uns hier, unseren Verein, den Verein Argewittis, mit dem unterstützen. Unglaublich. Also die ist 30 cm locker lang. Also wenn ich früher in der Zeit war, immer der Tante müssen helfen, gell, gehen wimmeln. So etwas habe ich im ganzen Leben noch nie gesehen. Aber das hängt jetzt irgendwie auch damit zusammen, dass jetzt einfach das... Ja, Wahnsinn, hey, hallo. Hast du nicht extra für heute hergekriegt? Nein, die gehen nach einer Dolmen runter. Wir sind ja der Dolmen. Dann wir eine Sondershow machen. Und dann wollten wir die Trauben noch zeigen. Darum haben wir sie ja hier einen Teil noch eingepackt, dass sie dann ja gesund bleiben bis dann. Genau. Also da können wir auch beweisen, dass das... Aber das ist jetzt schon ein bisschen speziell, jetzt dieses Jahr, gell? Also das ist jetzt ganz speziell. Aber wie gesagt, ist noch nie reif geworden. Das ist eine Traubensorte, die im Tessin unten abgebaut worden ist, so im 18. Jahrhundert. Ist nachher verschollen gewesen. Und die hat man in den letzten 30, 40 Jahren hat man die gefunden. Und wir haben einfach gesagt, die gehört auch unserer Sortengarten hier. Und 30 cm ist falsch, es ist gegen 40. Würde ich behaupten. Ja, ja, also du bist da der misst. Ich sage ja, weißt, ich denke an A4-Blattlänge, oder? Also ist länger als eine A4-Blattlänge, ja. Und das Interesse, wir sehen es hinterher, gell? Wir laufen jetzt noch weiter, aber hinterher haben wir gesehen, das ist ein grosses Interesse, gell? Der Bernricker ist das dort erklären. Also muss man sagen, wir sind jetzt extra ein bisschen weg von den Leuten, aber es ist ein riesiger Auflauf, also ein riesiges Interesse, oder? Wohl, wir sind sehr zufrieden, wie es läuft hier. Jetzt können wir auch mal ein bisschen da hinterher gehen. Ja, und ich laufe jetzt einfach halt mal nach da. Hoi, jetzt sind es da wie Rosé, hä? Oder die sind jetzt... Das sind jetzt nicht... Muscateller. Ah. Die sind jetzt... Die sind jetzt noch reif, also wir merken hier, wenn die Wespe dran sind. Genau. Da. Das ist etwas, wo wir dann den Tesserwein daraus machen. Das ist der schwarze Muscateller. Das ist eine der Sorten, die wir hier wieder gefunden haben. Also, und eben, wie gesagt, wir haben über Jahre unsere Sorten gesucht und jetzt hier einen Teil wieder anpflanzen können. Weißt du, was mir auffällt? Die sind noch saumässig gut ausgesehen. So. Weißt du, wie früher nicht beim Wimmeln dort reinzogen. Ja. Haben wir nicht schon mal so eine weisse Sache? Ich weiß nicht, wie ihr gesagt habt, müssen aussen rein. Aber gut, da gibt es da. Es hat ein bisschen faules Bier drin. Aber da sieht man, jetzt, sie können auch richtig überreif werden. Jetzt fängt es an zu schrumpfeln. Da. Jawohl. Oder, also die können wir dann nächstens mal lesen. Die wären jetzt über 100 Grad Öchsli. Aber für den Tesserwein wollten wir ja möglichst hohe Öchsli-Grad. Also, dass das ein wirklich wunderbarer Müsken wird. Gell, Öchsli ist etwas, aber es ist in alt. Man hat heutzutage auch andere Sachen, oder? Das ist richtig. Also, Öchsli ist eine Art spezifisches. Haben wir verschluckt, aber nicht wegen einem Wespe. Man kann sagen, 100 Grad Öchsli sind 200 Gramm Zucker, Fruchtzucker, der da dahinter ist. Aber selbstverständlich, es kommt noch darauf an, die Säure kommt darauf an, wie viel Extrakt das eine Traube hat. Darum darfst du nicht zu viel Trauben dran haben. Die Natur wird viel mehr Trauben machen. In einem heurigen Jahr. Aber da haben wir auch dieses Jahr die Trauben reguliert. Einfach darum, also bei den Blauburgunder wollten wir etwa 700, 750 Gramm pro Quadratmeter, nicht mehr. Bei den Weissen zwischen 900 Gramm und 1 Kilo, da mag es so leiden. Dann haben wir eine optimale Qualität von Süße, von der Fruchtsäure.
Und aber auch von den Tanninen, speziell bei den Ruten. Ich weiß, früher hat es nicht mehr geheißen, jetzt hat man nicht mehr zusammen geheißen. Wenn es nicht über 85 oben vielleicht Irrtum vorbehalten war, dann haben sie gerne dürfen wimmeln. Aber das ist heute wirklich nur so. Also das Balken haben sie auch bei 80 und der ist gewimmelt und haben gute Ernte gehabt, oder? Also, man muss einfach so sagen, jetzt in den letzten Jahren ist der Blauburgunder immer über 90 Grad gereift werden. Aber wir hatten 70er Jahre gehabt, zum Beispiel, da haben 78, 79 Grad Öchsli im Durchschnitt vom Kanton. Ja. Oder? Das ist viel, das sind 2 Volumenprozent Alkohol mehr. Jetzt, wenn man so, obwohl wir mehr als 13,5 Volumenprozent Alkohol wollten wir am Schluss auch nicht in der Wein. Die Süße, die er hat, also die Öchsli, man kann sagen 100, 105 Grad Öchsli, das gibt ungefähr 13,5 Volumenprozent Alkohol. Hast du eigentlich? Tut er vergären, den Zucker zu Alkohol. Hast du selber auch noch Reben? Das sind meine Reben da hinten. Also, ich schaue es als meine Reben an. Ich habe selbstverständlich noch ein paar Hausreben oder so. Aber ich bin da relativ viel in dem Rebberg hinten, noch am Samstag mit Führungen. Und dann mag das nicht noch leiden nebenher. Entweder mache ich es dann recht oder gar nicht. Kälteren? Da mache ich da recht. Kälteren lassen wir unsere Trauben im Schmied Wettli in Bernekjunnen. Er macht für uns das. Wir bringen ihm top Traubengut runter. Er macht noch das Beste daraus. Ich kann die Wein begleiten. Über den Winter durch, das ist eine der schöneren Aufgaben, die ich natürlich hier machen darf. Und dann kommt der fertig etikettiert daher und wir machen den Verkauf hier. Und Geld von der Bewirtschaftung her ist schon wichtig, dass man das Stück richtig antut, damit man mit der Maschine eben durchkommt, oder? Ja, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Als wir also etwa 1,80 m Breite den Reihenabstand haben, von Stock zu Stock haben wir hier zwischen 70 und 80 cm. Jetzt ist schon nicht, überhaupt nicht steiler, wenn wir jetzt ein bisschen hier schauen, wird es natürlich dann zünftig steiler, oder? Also, dort ist die Bewirtschaftung in der Welle schon ein bisschen anders. Da hast du ja ganz bewusst, also der Sortengarten ist schon ein bisschen die Schwächerlage, darum machen wir hier aus dem Teil vor allem dann, den Traubensaft, Traubenschorle, aber auch Traubenbrand oder allenfalls noch Tesserwein. Aber der Qualitätsrebberg, Produktionsrebberg für Pinot ist vor allem dort in der Steillage, wo terrassiert ist. Das ist so, ja. Ist die Terrassierung, also die Schräglage, noch wichtig? Ja, also es ist einfach wichtig für die Bewirtschaftung, dass wir es einigermaßen genau. Gescheit und rationell können bewirtschaften können. Da braucht ja unheimlich viele Stunden, gell? Also weißt, der Paul Hungerbühler hat mir noch mal vorgerechnet, was das alles braucht. Also, wenn man so den Wein trinkt, ist man sich gar nicht bewusst, dass das als Verarbeiter drin steckt. Gibt es eine Zahl, die man sagen kann? Ja, es ist natürlich überall so, von nichts kommt nichts. Also, da reden wir so 800-900 Stunden pro Hektar, wo man arbeiten tut. Da dahinter, da ist eben der Mario Eckenberger, der Betriebsleiter ist. Dann haben wir Frauen vom Dorf, die da mitschaffen. Das ist ganz wichtig, einfach stundenweise. Und wir haben natürlich jetzt neben dem Produktionsrebberg und dem Sortengarten, wo wir jetzt erst die alten Schweizer Sorten angeschaut haben, haben wir eben noch einen Bio-Ecke. Vielleicht können wir das eben genau, noch kurz anschauen. Genau, und wenn du hier laufst, gell? Trinkst du überhaupt Wein? Ja, jetzt heute trinke ich jetzt nicht so viel Wein, weil ich eben da die Führungen und alles mache. Aber sonst habe ich gerne ein Glas Wein, selbstverständlich. Aber sonst bist du nicht ein Sportler. Ich sehe immer noch Zeckel auf dem Velo. Ja gut, dann trinke ich natürlich kein Wein, das ist schon klar. Ja, man sagt immer, Wein sei eine gesunde Angelegenheit. Gell? Das ist nicht irgendetwas an einem Märchen, das stimmt schon. Das Wein ist gesund ist zum Trinken. Paracelsus hat schon gesagt, oder? Jedes Ding ist ein Gift, oder? Es kommt aufs Maß drauf an. Genau. Also frei übersetzt. Genau, ja. Also in diesem Sortengarten, da müssen wir es vielleicht noch mal sagen, was hast du gesagt? 246? Nein, da in diesem Sortengarten sind jetzt 136 alte Schweizer Sorten. Ah, 136. 136 alte Schweizer Sorten. Wohin gehen wir jetzt hier? Jetzt laufen wir hier an der Muskatparzelle vorbei. Hier haben wir ungefähr 20 verschiedene Muskatsorten. Hier, die jetzt noch hängen, eben weil sie so wunderschön ist. Und die sind auch ziemlich gesund oder nicht recht gesund. Das ist wunderbar hier. Die werden wir dann irgendwann so die nächsten 2-3 Wochen dann einmal ernten. Einfach wenn wir das Gefühl haben, sie sind reif und sie haben die genug Gradationen. Hier hinten haben wir einfach noch die Bio-Anlage. Also, es ist ja für uns so wichtig, wenn wir in diesem Bereich ein bisschen etwas noch machen können. Das ist eine relativ kleine Ecke, aber hier experimentieren wir, weil wir haben hier Traubensorten von der neuesten Generation, die wenig krankheitsanfällig sind. Aber mit diesen Traubensorten hier, da müssen wir gleich auch noch eine Behandlung machen, aber wir tun hier weder Kupfer noch Schwefel behandeln. Da arbeiten wir mit Magermilch zum Beispiel, also verdünnte Magermilch, die wir hier seit 6 Jahren lang jetzt behandeln, gegen den echten Mehltau. Echt? Ja. Also Spritzen, eine Feinspritze? Ja, also ist einfach mit Rückenspritzen, einfach verdünnte Magermilch hier
Und wenn jetzt hier. Wie ist das auf das gekommen? Ja, wir kennen das einerseits von der Literatur her. Oder? Ja. Das ist ein bisschen bekannt, dass das eine gewisse pilzhemmende Wirkung hat. Oder? Da hat es schon ein bisschen Pilz drauf. Jawohl. Aber die Blätter hier, das sind alles Abwehrreaktionen vom Blatt, wenn es so braun ist. Also natürlich. Sie tut aktiv hier auch. Da sieht man die Flecken. Das sind natürliche Abwehrreaktionen. Da ist jede Sorte ein bisschen anders, sagen wir mal, ein bisschen anders disponiert. Die hier, die hat eine wunderschöne Trauben, weil sie noch gesund sind, lassen wir die noch hängen. Das Gitter schon. Da habt ihr alles geschützt hier natürlich. Ja, das ist jetzt hier mit Hagelnetz geschützt. Weil wir die länger hängen, können wir das so gut machen. Das ist natürlich ein guter Vogelschutz. Ja. Das sind jetzt, die Beeren sind ja unterschiedlich gross. Die wären jetzt so schon reif, oder nehme ich an? Ja, die sind, also die werden wir jetzt vermutlich die nächste Woche lesen, wenn wir hier einen Teil für den Gamador lesen können. Aber du, apropos lesen, wie geht denn das? Haben wir einen Haufen Leute, oder wie geht denn das? Ja, da haben wir Leute vom Dorf vor allem. Ja. Da sind bis 20 Leute, die hier aus der Region kommen. Das ist eine super Sache. Und da liest du schon wie und je hinten die Arsene und dann noch ein bisschen Pücken? Nein, mit den Kistchen. Und dann tut es Mario zusammenführen mit dem Fahrzeug. Ja. Aha. Jetzt können wir hier hinten nochmal zum zeigen, was wir hier noch sehen. Diesen Teil hier hinten haben wir behandelt mit der Armikarb. Das ist nichts anderes als Bachpulver. Natürlich nicht in den Briefchen so, das ist dann noch ein bisschen grösser, aber es ist genau das gleiche Produkt. Und da sieht man, die sehen wunderschön aus, oder? Wenn wir die Reben anschauen, hier den Bronner, dann sind die wirklich gesund. Wobei, das ist schon ganz robuste Sorte hier. Aber selbst die Sorte hier kennen noch nicht alle auswendig. Muss es da, Monarch, das ist eine Züchtung aus Deutschland. Und jetzt kann man ja sagen, ja gut, das bringt vielleicht nicht so wahnsinnig viel. Die wären hier sowieso schön geworden. Da können wir mal noch ganz kurz dort schauen, wo wir etwas nicht behandelt haben. Aha. Du, jetzt ist der Dr. Oetker auch noch im Weinbau tätig. Ja, wenn es Bachpulver ist. Es ist gut, gibt er das ist gut. Ist schon lieber noch. Okay. Gut, jetzt sind wir da. Da sind wir jetzt in dem Teil, wo wir nichts behandelt haben. Jawohl, ja. Also, ja. Und dann sieht es, kann es dann eben so aussehen. Ja, genau. Also die haben jetzt einfach kein Bachpulver bekommen. Sackerment einmal. Ja, siehst du, läuft nichts ohne Bachpulver. Aber das ist das sind spezielle Sorten. Ja. Und das ist jetzt der schlimmste Ecker, muss man sagen. Aber selbst da sieht er nicht so wahnsinnig schön aus. Ich würde mit dem noch sagen, man muss in den allermeisten Fällen muss man ein bisschen etwas machen, wir müssen die Trauben ein bisschen schützen. Aber jetzt wie die normalen Europäersorten, Pinot oder Müller-Thurgau, die müssen wir jetzt ein paar Mal behandeln mit diesen Pflanzenschutzmitteln. Dort würde jetzt Bachpulver nicht langen. Aber warum sind Sie so geworden? Das sind Schädlinge, die das verursacht haben? Nein, das ist Pilzkrankheit. Das ist echter Mehltau. Ja. Und der echte Mehltau, den haben wir seit 1860, 70. Ja. Das ist das Weiss, das wir am Aussen tun haben. Das war der Mehltau, gell? Dort, also, das war vermutlich Graufühle. Graufühle, ja. Ich habe nie viel verstanden, außer dass ich gerne in den Rettberg rumgelaufen bin. Ja, und eben natürlich Traubensaft gerne ganz weiter. Ja, du Markus, wir können hier natürlich noch ewig reden. Wir müssen sagen, schön, dass das Winzerfest, aber natürlich, wenn jetzt einmal irgendjemand ein Ausinteresse hat, kann man die auch ausfragen, oder? Ja, selbstverständlich. Eben, wir machen laufend Führungen hier im Rettberg. Jetzt nimmt es natürlich langsam ab, wo wir keine Trauben haben. Aber da kann man Führungen mit Gruppen abmachen. Oder eben, das Winzerfest ist ja dann dazu da. Einmal im Tag öffnen wir unsere Tore, muss man sagen, unsere Rebberge oder so, die man anschauen kann. Und darum ist ja vorhin der Mario da, die Führungen, Barbara Oppliger macht Führungen, der Nussverein ist da. Also da wollten wir eigentlich zeigen, unser Arbeiten zeigen. Und heute war es einfach wirklich außergewöhnlich mit dem Sommer, mit diesen wunderbaren Trauben, die wir ernten dürfen. Ich freue mich wahnsinnig, bis wir hier die ersten Wein haben von diesem Jahr. Ja, sag mir, du bist richtig angefressen. Du, jetzt laufen wir miteinander mal an. Ja, ich laufe um sowieso. Ich kann es noch nicht länger aufhalten. Ich möchte nur die Unnamolen schon zeigen. Einfach deine ganze Beliebtheit, wenn wir es hier durchlaufen. Ja gut, das ist der Rebberg, der hier beliebt ist. Und, ja, gut. Und unsere gut. Leute, die hier arbeiten. Ja, nein, das ist ja so. Das ist sein. Aber du machst natürlich auch Gott vergessen viel. Das muss man sagen. Also, so, du bemühst dich das ganze Jahr natürlich. Ja gut, also, das ist ja meine Aufgabe, zu den Rebern im Kanton zu schauen. Und wir freuen uns natürlich, wenn unsere Winzer Erfolg haben, wenn wir selber Erfolg haben im landwirtschaftlichen Zentrum. Also, das ist schön und es ist schon eine dankbare Aufgabe, das muss ich schon sagen. Wie bist du auf das gekommen?
hast du sicher nicht gesagt, du studierst eine Landwirtschaft, du machst mal ein Reben, oder? Nein, ich arbeite natürlich gerne mit Menschen, ich arbeite gerne mit Wein, früher mehr noch mit Töpfel und Wein. Ja. Also, und dann hat sich das so ergeben. Aha. Und eben, in dem Fall, du bist jetzt voll beim Landwirtschaftlichen Zentrum, voll einfach für Reben, Trauben zuständig. Jawohl, und ich mache noch Bodenkunde der Landwirtschaftlichen Schule, und dort in der Ausbildung bin ich noch einen kleinen Teil tätig. Ja. Du hast auch in der Ausbildung doch gelernt, wo du selber studiert hast, aber warst du manchmal so in der Praxis? Warst du von den Bauern, von den Winzern? Ich habe natürlich ursprünglich mal Landwirt gelernt, also im Kusterhof, wo der letzte Jahrgang war, dort in Rheinegunnen. Und habe in der Westschweiz gesehen, weitergebildet bei verschiedenen Stellen gesehen, bei der Mark in der Zeit noch, oder heute Syngenta als Beispiel. So habe ich das gelernt. Nachher im Marienberg im Thurgau, so habe ich natürlich schon verschiedenes gesehen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, darf ich schon bald sagen. Und deine Frau schafft alle im Volk und vertreibt die Wein, ja? Nein. Nur? Nein, also sie arbeiten, im Volk arbeiten sie nicht. Nein, sie arbeiten die mit sich. Nein, ich will eine Frage, das war ein Spruch. Ich will fragen, die Weine gehen zum Teil in lokalen Handel natürlich, dann hier, oder? Ja, also wir haben eine treue Privatkundschaft, also jeder kann von uns Wein haben. Wenn wir haben, jetzt sind wir ein bisschen ausgerechnet, weil letztes Jahr extrem kleine Ernte war. Aber es gibt wieder neue. Und dann haben wir auch in der regionalen Gastronomie haben wir wirklich eine treue Kundschaft überall oder eben in Folge in verschiedenen Läden und Landen und so. Nein, es läuft wirklich sehr gut. Wir sind sehr zufrieden hier und dankbar auch. Ja, eben, den Job machst du hier alleine, nicht die ganze Familie und noch ein bisschen dabei. Hier. Also, jetzt, heute ist einfach eine Familie mit erweiterten Kreisen hier. Und jetzt länger mehr auf den Frömser, die Jungen, die hier mithelfen. Das ist jetzt heute speziell. Ja, also das ist jetzt, heute ist jetzt speziell, dass sie hier mitarbeiten, aber das ist ja schön. Dann muss ich Tag und Nacht deine Sachen anhören. Hier. Nein, das hoffe ich nicht. Nein, es gibt auch ein anderes Leben neben dem Wein. Aber es ist eben ein schönes Leben mit dem Wein. Jetzt laufen wir im Leihlauf. Schnell hinter dir an. Einfach mal so zeigen, wie viele Leute das hat. Ich muss ein bisschen weiter hinten dran bleiben, nicht damit alle Leute natürlich drauf sind. Aber es ist ein riesiger Auflauf. Gell? Und es hat auch noch Stände. Es gibt ja auch andere Sachen als Wein. Ja, also wir haben jetzt dieses Jahr Kräuterstand von der Karin Berger. Da, wo neu in Gams daheim ist. Sie tut hier verschiedenste Sachen machen. Da. Ganz spannend. Ist gestern schon da gesehen, Patenfest. Und dann haben wir den Albert Moser, der hier mit seiner Drechslerei, mit seiner Nichte da ist und hier aus Nussholz und verschiedenen anderen Hölzern hier ganz schöne Sachen machen tut. Ja. Dann ist hier natürlich der Nussverein, Hans Oppliger und wie sie alle heißen, die hier dabei sind. Mit diesen grossen Sorgen, dass Auswärtige Nuss klauen können, gell? Das wird man dann nicht haben. Wie haben Sie eigentlich hier mit dem Trauben klauen? Ah nein, das ist kein Problem. Nein, ich denke, das ist überhaupt kein Problem. Das merken wir es nicht. Okay. Jetzt laufen wir noch eins fest. Ja. Mal schauen. Unglaublich viele. Und Geld von überall her können die Leute hier natürlich. Ja, also wir haben viel von gesehen vom Liechtenstein durch oder vom Vorarlberg her. Ja. Das ist schön. Ich gehe es auch mal voraus. Genau, das ist sehr gut. Ja, schau mal, jetzt hat's, kommt doch die Frau noch. Gute Weisse. Ja, hat schon. Hast du es gesehen? Wir haben gerade vorher gefragt, ob die immer eingespannt sind oder noch heute. Mit oben im Kühlschrank. Das war eben die Frau, gell? Ja. Ja, wenn wir kühlen. Ja. Du, Markus, noch die letzte Frage. Ja. Was wäre so dein grösster Wunsch? So ein bisschen? Gerade so spontan, dein grösster Wunsch. Ja, als wir auf und frei heute ein wunderbares Fest haben und alle zufrieden heim können.